Sie machen mit Ihrem Hiersein und mit Ihrem gelegentlichen Wirken in dieser Stadt dem Führer eine persönliche Freude. Das ist kein Politikum, sondern das ist eine persönliche Angelegenheit. Er selber liest täglich die Tageszeitung hier und verfolgt sie ganz genau. Und wenn da irgendetwas auf kulturellem Gebiet oder sonst etwas geschieht, was ihm nicht passt, dann ist sofort aus dem Hauptquartier am nächsten Tag ein Fernschreiben da, wieso, warum und Berichterstattung und so weiter und so weiter. Und er verfolgt nun alles ganz genau und lässt sich immer wieder davon berichten über den Reichsrundfunk, über Mr. Goebbels, über Glasmeier, über mich, über verschiedene andere noch. Und freut sich nun königlich, persönlich, das müssen Sie nun von dem Menschen verstehen, der ja sonst nichts hat, der jetzt immer nur hört und Berichte liest, dass die Stadt zusammengeschlagen wurde, das Theater vernichtet ist, die Wohnvierteln ausgebrannt sind, die Menschen verlust geworden und so weiter. Das können Sie sich vorstellen, dass das ja für den, der ja letztlich die Verantwortung trägt, ist ungeheure Belastung. Und es gibt wenig, was ihn irgendwie erfreuen kann. Wir haben in meiner Augenblick eine militärische und politische etwas blöde Situation. Und ich bin das Allerschlechteste, weil wenn wir 1940 den Krieg gewonnen hätten, dann wären ja unsere Bäume wahrscheinlich in den Himmel gewachsen. Also das hat uns schon etwas wohl getan, dass wir nicht gar so Himmel von Jachten und viel gefochten haben und hätten wir die anderen Waffen immer ausgehalten, so steif werden wir aus unseren Pferden gesetzt. Denken Sie bei Ihren Wirken immer daran, dass Sie eine Schöpfung, eine persönliche Schöpfung des Führers sind als Druck der Kroer.